Hello, guten Tag, dobro dan, dobrodošli u novu video lekciju posvećenu glagolima sa razvojnim prefiksima, veoma važni glagoli koji se koriste svakodnevno, ankommen, zurückkommen, anrufen, zumachen, aufmachen, znači definitivno ih izgovorite verovatno mnogo puta u toku dana. Hajde da naučimo kako da ih pravilno koristimo. Krećemo sad. Ok, krećemo sa prvom rečenicom koja glasi sutra idemo u Keln, ideš li ti sa nama? Na nemačkom. Morgen fahren wir nach Köln. Ideš li ti sa nama? Dakle, fali taj glagol u drugoj rečenici. Ovdje imamo morgen fahren wir nach Köln. To je sve jasno. Fali glagol. Prvo da pogodimo u kom se glagolu radi. Dakle, doći sa nekim. Glagol sa razvojnim prefiksom i može da bude glagol mitkommen. Mitkommen. Dakle, kako ćemo onda pitati ideš li ti sa nama? Znači, kod glagola s razvojnim prefiksom, prefiks ide na kraj, a ovaj glagol, glavni glagol, se slaže sa subjektom ti, du, komst. Znači, komst du auch mit. Also, komst du auch mit. Da li i ti ideš? Komst du auch mit? Ja, ich komme mit, zum Beispiel odgovor. Ja, ich komme gerne mit. Rado ću poći sa vama. Ja, ich komme gerne mit. Mit kommen. Kako će se on ponašati u perfektu? Znači, on je krenuo sa nama. Er, pošto je glavni glagol kommen, u perfektu traži sein. Znači, er ist mit gekommen. Er ist mit gekommen. I on je krenuo. Er ist mit gekommen. Er kommt mit. Er ist mit gekommen. Ok, idemo na sljedeći. Vidjet ćemo koji je glagol u pitanju. A rečenica glasi gospodin M. leti za Berlin, a u petak se vraća. Herr M. fliegt nach Berlin am Freitag. Er se vraća. Dakle, kako se kaže vratiti se? Zurückkommen. Zurückkommen. Znači, Zurück je prefiks. Dakle, kako ćemo reći da se vraća u petak, am Freitag, kommt er wieder, dolazi on opet, Zurück nazad, je li tako? Znači, prefiks ide na kraju. Herr Meier fliegt nach Berlin, am Freitag kommt er wieder zurück. Opet se vraća nazad. Am Freitag kommt er wieder zurück. Kako ćemo reći da se Herr Meier vratio? Znači da stavimo ovo u prošlo vreme. Herr Meier, Herr M. Opet ide sein, pomoćni glagol, pošto je kretanje. Ist zurück gekommen. Herr Meier ist zurück gekommen. Vratio se. Ok, idemo na broj 3. On ima problem, on traži rješenje i razmišlja. Also, er hat ein Problem. Er sucht eine Lösung. Er razmišlja. U dva dela, iz dva dela. Dakle, glagol nachdenken. Nachdenken, znači da prvo denken, er denkt, a onda nach. Kao prefiks, znači misliti, denken, nachdenken, razmišljati. Er hat ein Problem, er sucht eine Lösung, er denkt nach, er denkt nach. Recimo, ako hoću da kažem mora da razmisli, znači u situacijama kad imamo moderni glagol, er muss, onda taj glagol ide na kraju ceo, er muss nachdenken, er muss nachdenken. A u prošlom vremenu razmislio je, er hat nach, pazite, ovaj denken je nepravilan, nach gedacht. Er hat nach gedacht, razmislio je. Ok. Er denkt nach, on razmišlja. Er muss nachdenken, mora da razmisli. Er hat nach gedacht, već je razmislio. Ok.
Znači, er hat ein Problem, er sucht eine Lösung, rješenje i razmišlja. Ajmo dalje. Broj 4. On je veoma uredan i svaki dan sređuje svoju sobu. Er ist sehr ordentlich, täglich sein Zimmer. Dakle, koji je glagol u pitanju za srediti? Aufräumen. Dakle, prvo ćemo uzeti räumen, treće lice jednine, räumt. Täglich sein Zimmer auf. Räumt täglich sein Zimmer auf. Ist ordentlich. Räumt sein Zimmer auf. U prošlom vremenu hat sein Zimmer aufgeräumt. Hat sein Zimmer aufgeräumt. Aufräumen, aufgeräumt. Ili mora da sredi sobu, treba da sredi sobu. Soll sein Zimmer aufräumen. Znači sa modalom ne razvojamo u prošlom vremenu perfektu, ne razvojamo, samo razvojamo za sada ovdje u prezentu. Also, ist sehr ordentlich, räumt täglich sein Zimmer auf. Ok? Še dalje? Ona je danima u kući i ne izlazi. Sie ist seit Tagen im Haus und ne izlazi. Da vidimo koji je glagol. Herauskommen. Napolju ići. Heraus ili rauskommen. Also, sie ist seit Tagen im Haus. Sie kommt einfach nicht heraus. Sie ist seit Tagen im Haus und kommt einfach nicht heraus. I jednostavno ne izlazi. Kako ćemo reći da je izašla? Sie ist gestern herausgekommen. Juče je izašla. Sie ist gestern herausgekommen. Partizip 2, herausgekommen. Ili trebalo bi da izaće. Sie soll herauskommen. Sie soll i običan herauskommen. Ok. Znači, sie ist seit Tagen im Haus. Sie kommt einfach nicht heraus. Dalje. Uđi, molim te, treba mi i tvoja pomoć. Uđi, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ćemo staviti ovdje vaša pomoć. Mi ćemo reći deine Hilfe. Treba mi tvoja pomoć. Ich brauche deine Hilfe. Ući je herkommen. Herkommen. Dakle, sad ćemo reći komm bitte her. Da vidimo sad još jedan slučaj gdje se glagol s razdvojenim prefiksom razdvaja, da nije u prezentu, nego u ovom obliku imperativa. Uđi. Znači, komm her, izađi, komm heraus, sredi sobu, räum das Zimmer auf, razmisli, denk nach, vrati se, komm zurück, dođi s nama, komm mit. Znači, u imperativu se također ovi glagoli s razvojnim prefiksima razdvajaju, dakle, komm her, komm bitte her, nije here kao na engleskom, come here, nego komm her. Ich brauche deine Hilfe. Ok. Idemo dalje. Hoćeš li da me posjetiš? Da, u subotu ću svratiti. Besuchst du mich? Ja, am Samstag navratim. Vorbeikommen. Znači, besuchst du mich? Ja, am Samstag komme ich vorbei. Ja, am Samstag komme ich vorbei. U subotu svratim. Prošlo vrijeme. Am Samstag bin ich vorbeigekommen. Vorbeigekommen.
kommen. Am Samstag bin ich vorbeigekommen. Du sollst vorbeikommen, trebalo bi. Du sollst öfter češće vorbeikommen, das ratiš. Vorbeischauen, vorbeikommen. Komm vorbei. Svrati na vrati. Ukoliko sati stiže voz na stanicu, wie viel Uhr der Zug am Bahnhof stiže? To je glagol. Ankommen. Ankommen. Znači, wie viel Uhr kommt košta der Zug am Bahnhof an? Wie viel Uhr kommt der Zug am Bahnhof an? Ako je on već stigao, der Zug ist schon angekommen. Der Zug ist schon angekommen. Okay. Ona dolazi u posetu i ja idem po nju na stanicu. Sie besucht uns, ich. Znači, ići po nekog je glagol pokupiti. Abholen. Abholen. Znači, ich hole. Sie vom Bahnhof ab. Ich hole sie vom Bahnhof ab. Sie besucht uns und ich hole sie vom Bahnhof ab. Ona dolazi u posetu i ja idem po nju na stanicu. Ja sam otišao po nju već na stanicu i habe sie abgeholt. Ich habe sie schon abgeholt. Ich habe sie vom Bahnhof oder vom Flughafen auch sa stanice abgeholt. Ich habe sie vom Flughafen abgeholt. Hol mich ab, dođi po mene, imperativ. Čekam već satima kad ćemo konačno krenuti. Ich warte schon seit Stunden, wann wir endlich los, kad idemo. Dakle, losgehen. Losgehen. Wann gehen wir endlich los? Kad ćemo već losgehen. Ich warte schon seit Stunden. Wann gehen wir endlich los? A već smo krenuli, ili oni su već krenuli, sie sind losgegangen. Sie sind losgegangen, već su otišli krenuli, losgegangen. Los geht's, hajdemo, krećemo, los geht's. Večeras izlazim sa prijateljima, heute Abend, glagol ausgehen. Znači imali smo neke rausgehen, je bukvalno izaći iz neke prostorije, a sad imamo ausgehen kao izlazak. Znači, heute Abend gehe ich mit meinen Freunden aus. Ili ich bin, ja sam sa njim već izašao, ich bin mit ihnen ausgegangen. Ich bin mit ihnen ausgegangen. Geh aus, izađi. Devojka skida jaknu, das Mädchen ausziehen. Znači tu imamo anziehen, obući, i ausziehen, skinuti, vidjet ćemo pa se umziehen, kao presvući. Participi, znači angezogen, ausgezogen, umgezogen, perfekt. Dobro, znači das Mädchen zieht die Jacke aus, skida jaknu. Da je oblači, bilo bi sie zieht die Jacke an. Sie zieht die Jacke aus, sie zieht die Jacke preslači. Das Mädchen hat die Jacke ausgezogen, angezogen, umgezogen. Znači skinula, obukla, presvukla. On menja svoju sportsku odeću, presvlači se. Er wechselt seine Sportkleidung. Er, znači to je umziehen. Umziehen. Er zieht sich um. Er zieht sich um. On se presvlači. Er
wechselt seine Sportkleidung, er zieht sich um, per Perfektum, er hat sich umgezogen. Naš stan je konačno spreman i useljavamo se za vikend. Znači još jedan sa ziehen, a to je ein. U. Einziehen. Endlich ist unsere Wohnung fertig. Am Wochenende ziehen wir ein. Am Wochenende ziehen wir ein. Ili u perfektu, am Wochenende sind wir, pazite sad ovde, sind wir eingezogen. Znači ovaj ziehen u vezi sa selitbom, a ne sa presvlačenjem, se menja sa sein. Znači ich bin gezogen. Zum Beispiel, preselio sam se, ili ich bin eingezogen, uselio sam se. Kretanje, promjena stanja, ili tako, i pomoćni sein. On otvara prozor, aufmachen, aufmachen, also er macht das Fenster auf, er macht das Fenster auf, a njegova žena zatvara prozor, zu machen, also seine Frau macht es wieder zu. Seine Frau macht das Fenster wieder zu. Er macht das Fenster auf, sie macht das Fenster wieder zu. Aufmachen, zumachen. Otvoriti, zatvoriti. Mi smo veoma umorni i mi zaspimo uvek rano. Wir sind sehr müde. Zaspati. Einschlafen. Einschlafen, znači ne samo schlafen, spavati, nego uspavati se. Dakle, wir schlafen sehr früh ein. Mi uvek rano zaspimo. Wir schlafen sehr früh ein. Einschlafen u perfektu ide sa sein takođe, znači rano smo zaspali, wir sind früh eingeschlafen. Rano smo zaspali, wir sind, ne wir haben, nego wir sind früh eingeschlafen. Dete loše sanja, budi se i plače, das Kind träumt schlecht, budi se, aufwachen. Tu pazimo da postoji glagol wecken, koji znači probuditi nekoga, a aufwachen kad se sami budimo. Ovde nam, on se sam budi. Dakle, er wacht auf und er weint, i plače. Er wacht auf und weint. I u perfektu, er ist aufgewacht. Znači sa sein, er ist aufgewacht. Ili wach auf, budi se, wach auf. Pekar svakog jutra ustaje već u 3, der Bäcker, jeden Morgen, bereits um 3 Uhr, šta radi, aufstehen. Aufstehen. Also, der Bäcker, er steht jeden Morgen bereits, ili schon, već, um 3 Uhr, auf. Der Bäcker steht jeden Morgen bereits um 3 Uhr auf. Ustao je, er ist, znači se sein, er ist um 3 Uhr aufgestanden. Er ist um 3 Uhr aufgestanden. Dobro, ukoliko ti često zoveš svoju devojku, wie oft dich, dobro, znači zvati. Anrufen. Anrufen. Ne di, nego du. Znači, wie oft rufst du deine Freundin eigentlich an? A dich bi bilo, wie oft ruft sie, ruft dich, deine, koliko ona tebe zove, a ovde koliko ti puta nju zoveš, znači, wie oft rufst du deine Freundin eigentlich an? Zvao sam je i habe sie zweimal angerufen. Zvao sam je dva puta
Ich habe sie zweimal angerufen. Angerufen. Naš frižider je prazan, ko ide u kupovinu. Unser Kühlschrank ist leer. Wer? Einkaufen. Može bez gehen, znači samo wer kauft ein. Ko obavlja kupovinu. Wer kauft ein? Unser Kühlschrank ist leer. Wer kauft ein? Djaci samo redko slušaju. Ovdje je glagol slušati nekoga kad ti nešto priča. Zu hören. Znači, drugačije od samog glagola hören, koji znači čuti, ali ovo nije samo da čuješ, nego moraš da slušaš. Dakle, die Schüler hören leider nur sehr selten zu. Die Schüler hören leider nur sehr selten zu. Zu hören. Znači, kad kažemo slušaj me, kažemo hör mir zu, mi sa dativom. A prošlo vrijeme, hat nicht zugehört. Nije ništa slušao što sam ja pričao. Hat mir nicht zugehört. Zuhören. Und das ist alles. To je to. Vidimo se.